Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Ich will heute mal wieder einen Blick zu den Kaninchen hier werfen. Und ihr seht, die sind alle ganz fleißig hier wieder am Fressen. Heute gibt es Blumenkohl. Ich hatte den gestern ja schon einen zweiten Becher hier hingestellt. Ein zweites Behältnis. Und nun sind sie hier alle ganz fleißig am Fressen. Heute habe ich ihnen 5 mal 150 Gramm Trockenfutter reingepackt. Heute Morgen war das, beziehungsweise eben gerade war das schon so gut wie leer. Also denke ich mal, brauchen die wohl wieder so einen kleinen Nachschub, eine Korrektur der Menge sozusagen. Da stellt sich auch sehr witzig hin hier, der Kleine. Ja, alle sind sie hier fleißig am Fressen. Mal witzig mit anzusehen. Gerade wollten sie hier wieder ein bisschen Muttermilch ergaunern von der Mutti. Und jetzt fressen sie erstmal alles schön hier. Ich denke, nächste Woche werde ich einmal auch den Stall dort reinigen, beziehungsweise den Stallbereich hier einmal schön sauber machen. Ich bin gespannt. Gudi, wollen wir mal zu ihr hier gehen? Gucken, was hier los ist. Machen wir hier zu erstmal. Was sehen wir hier? Sie hat wieder alles rüber geschaufelt. Bin mal gespannt, was es heute so im Nest aufzufinden ist. Ich werde gleich erstmal hier ihr Stall sauber machen. Und dann nehme ich euch wieder mit dazu. So, Stall ist gereinigt. Handschuhe sind an. Geruch ist an. Die Handschuhe gebracht. Nun bin ich gespannt, was auf mich wartet. So, dann wollen wir mal schauen hier. Gestern waren ja zum Teil richtige Klopper mit dabei hier. So. Wie sieht's aus hier? Das war der kleine Schwächliche von gestern. Aber der hat jetzt auch einen guten, gut gefüllten Magen hier. Die Aktion anscheinend doch Früchte getragen. Aber gegen den Klopper hier zum Beispiel. Also, da sind ja richtige fette Kaninchen dabei. Ich sehe ein totes Kaninchen hier. Zack. Das ist schon hart hier. Keine Ahnung, warum der tot ist. So, einmal durchziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Erstmal die fetten Klopper wieder zurück. Erstmal wieder zu machen. So, was ist hier los? Ein Kaninchen ist tot. Der ist schon hart, also der ist wohl schon ein bisschen länger tot. Und der sieht eigentlich gut genährt aus hier. Er scheint fast so, als wenn sie sich da drauf gestellt hat beim Säugen, oder? Ich bin der Meinung, hier auch, seht ihr das hier,
hier so eine, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so sehen kann, aber als wenn hier so eine Einstichwunde ist, was ja darauf schließen lässt, dass er sich wohl mit den Krallen da drauf gestellt hat und dass sie aus Versehen das Kindlein sozusagen platt gedrückt, getötet hat, wie man es auch immer nehmen möchte. Also nicht ganz optimal gelaufen, die ganze Geschichte, muss ich hier sagen. Sie hat jetzt von 16 Kindern noch 8, also die Hälfte ist tot. Der Stall bzw. das Nest ist schmutzig. Sie gräbt hier jeden Tag ihren Unrat darüber. Also so richtig zufrieden bin ich mit dem ganzen Geschehen. Nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wie sieht es bei den anderen aus? Heute ist es relativ windig hier. Bei den anderen scheint das alles soweit in Ordnung zu sein. Auch er hier hat heute sein ganzes Trockenfutter leer gefressen, was schon mal sehr positiv zu bewerten ist. Sie hier, das war gestern noch nicht da. Sie hat das ganze Heu hier rausgeholt und sich dort eine Kuhle aufgebaut. Ich hoffe nicht, dass sie hier plant, ihr Dings hier zu machen, ihr Nest. Mal gucken. So, hier auch alles. Was hat er denn hier? Oder sie, das ist ja die sie. Was ist bei denen überhaupt jetzt angesagt? Ihr seht ja immer noch diese übelst beengte Situation hier. Und da bin ich eigentlich ganz froh, verkünden zu können, dass ich morgen schon mit dem Stallbau anfangen werde. Ich habe jetzt die Bodengegebenheit so weit vorbereitet, dass ein Stallsystem dort schon mal installiert werden kann. Und dann werden die hier auch rübergehen. Also vielleicht Dienstag ziehen sie um. Morgen möchte ich das bauen. Wahrscheinlich Dienstag brauche ich auch noch mal ein bisschen Zeit. Und dann ziehen sie auch alle um. Also eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich hoffe, dass das alles soweit auch funktionieren wird. Was hat sie denn hier? Alles so verklebt hier bei ihr. Nun gut, dann soll es so sein. Und die, denke ich mal, werden dann auch hinübergehen. Ich denke, zuerst werde ich die hier auch nochmal mit rübernehmen. Ob das jetzt in dieser Woche ist, weiß ich noch nicht. Aber da ist noch ein bisschen Zeit. Aber dass die hier zumindest hier schon mal im neuen Stallsystem auch ihre Kindlein bekommen, wenn sie denn welche bekommen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehen möchte. Ja, ansonsten sind wir auch schon zum Ende gekommen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Schaltet auch gerne das nächste Mal ein. Abonniert gerne diesen Kanal und schreibt was in die Kommentare. Schenkt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.